damit herzlich willkommen zu meinem Kanal Einfach Janosch und heute gibt es einen weiteren Gönnergy-Test. Viel Spaß! So Freunde, ich habe euch die zwei neuen Gönnergy-Sorten mitgebracht und zwar die hier. Die Winter Edition Pflaume Zimt und die No Winter Edition Tropical Golf, Guave, Golf, was, wie auch immer man es ausspricht auf jeden Fall. Ich werde euch noch von Namen natürlich hier zeigen. Wir werden ein bisschen Abstand halten. So. Wie ich finde, also rein designtechnisch her, finde ich diese Dosen, die beiden, eigentlich ein paar von den schönsten. Dieses zweigeteilte finde ich extrem, extrem schön. So, wenn man jetzt hier vergleicht, man sieht ja hier im Hintergrund, ich habe einige andere Dosen noch, die sind alle sehr einheitlich. Und wenn man das jetzt mit den Dosen vergleicht, würde ich vielleicht sogar sagen, dass die hier vielleicht die schönste ist, die Winter Edition. Also ich habe bis jetzt alle Gönnergys getestet. Für mich Platz 1 immer noch die ersten Editions, die rausgekommen sind. Aber für mich der absolute Nummer 1 Geschmack ist immer noch Raspberry Cheesecake. Der rote. Grüße gehen raus. Also, jetzt werden wir die Gönnergys testen. Mit welchem sollen wir anfangen? Fangen wir mit Pflaumenzimt an. Pflaumenzimt haben wir hier, ich habe es ja vorher schon gezeigt. Dann werden wir den natürlich schön öffnen. Das Geräusch mögt ihr natürlich, man kennt ihn. Ja, so dass man es auch gut sieht. Ich hoffe, euch stört auch die Perspektive diesmal nicht. Normalerweise mache ich es ja im, ja gut, anderes Setup kann man nicht sagen, aber nebenan, jetzt mache ich es halt hier mal. Ja, finde ich ein bisschen angenehmer. So, dann werden wir es schön öffnen. Rappi, erster Geruchstest. Pflaume Zimt. Schmeckt ganz leicht nach Zimt. Schmeckt mehr nach Pflaume, habe ich das Gefühl. Dann habe ich hier natürlich noch ein Glas, damit wir natürlich noch testen können, wie die Farbe aussieht. Das ist auch immer noch ganz, ganz wichtig. Dann werde ich sie einmal einfüllen. Also wir haben hier jetzt die Farbe, die sieht, ich würde sagen, mehr nach Pflaume aus. Ja, auch hier der Geruchstest schmeckt eher nach Pflaume, sehr wenig nach Zimt. Es schmeckt leicht nach Zimt. Leicht, ganz leicht. Ja, aber ich möchte eigentlich aus der Dose trinken. Also Freunde, dann Stößchen aufs Möschen. Das schmeckt sehr weihnachtlich. Also, das Ding bei den Gönnergys ist immer, oder das Problem, hier ein bisschen runter, der erste Geschmack, also den man in den Mund kriegt, schmeckt direkt stark nach dem. Danach schmeckt es eher nicht mehr so nach dem ersten Geschmack. Das ist immer, das finde ich immer ein bisschen Schmutz. Aber ansonsten, also, trotzdem. Also, der Geruch schmeckt nach Pflaume. Der Geruch. Aber der Geschmack des Getränks ist definitiv sehr stark zimtmäßig. Also man schmeckt den Zimt definitiv raus. Also, beziehungsweise so sagen, der Zimt ist stärker als die Pflaume, habe ich das Gefühl. Wir haben hier natürlich noch im Glas drin. Die Farbe, ja, pflaumenfarbig. Also es gab definitiv schon Schlechteres. Aber ich finde den Geschmack wirklich gut. Aber mein Fazit, was ich jetzt sage, wird sich so nochmals ändern, wenn ich den Gönnergy ein, zwei Mal teste. Ich habe mir gleich 6 Stück gekauft, das heißt, ich werde ihn nochmals trinken, privat. Da wird sich das Ding eh ändern, die Meinung von mir. Deswegen, ich würde dem eine knackige 6,5 geben, vielleicht eine 7, so um den Dreh, aber nicht viel mehr. Ich finde den jetzt nicht viel besser. Ich versuche auch ein bisschen, ja, anders zu bewerten als früher. Ich denke schon, dass ich den fühlen würde in Zukunft. Aber ich glaube, wir geben so eine 6. Das ist, glaube ich, okay. Oder so zwischen 6 und 7, irgendwas so. Würde ich jetzt einfach mal für mich so sagen. Dann gehen wir hier zum nächsten, zu Tropical Golf. Die No Winter Edition. Ja, ob man jetzt nicht lieber 2 Winter Editions gemacht hätte, weiß ich auch nicht. Aber, ja, dann doch, den werden wir jetzt auch öffnen. Ich muss hier ein bisschen
den bewegenden Hasen machen. Ah ja, by the way, ich habe sogar noch ein Get on my Level Shirt an. Perfekt, das passt natürlich auch gleich zum Video. Also, dann testen wir den auch mal, werden wir den auch aufmachen. Okay, der schmeckt schon sehr exotisch. Der schmeckt, also, der könnte ein bisschen riechen wie die anderen Sorten ein, aber doch, der schmeckt, ich glaube, der Geruch schmeckt wie Tropical Exotic, so ein bisschen angelehnt, habe ich das Gefühl. Oder welche hatten wir noch? Ja, ich bin auch nicht mehr so der Profi, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall, den Geruch kenne ich von irgendwo, von der Sorte auf jeden Fall. Dann werden wir natürlich hier, das Glas ist leer, wie ihr seht, hier auch nochmals einfüllen. Und auch hier, ja, es schmeckt halt, ich rede doch kein Schweizerdeutsch. Es schmeckt nach Tropical, so tropisch und so ein bisschen, definitiv. Aber wir hatten einen ähnlichen Geruch schon mal bei einem anderen Gönnergy, rein der Geruch. Gut, dann werden wir den hier noch testen. Stößchen auf Smöschen. Haut mich jetzt nicht um in der Rechte von Tyson. Also, mir fällt es gerade ein bisschen schwer, hier ein Fazit zu finden. Also, man muss es so sagen. Es schmeckt eigentlich nach irgendwas. Keine Ahnung, was Guave sein soll, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es schmeckt nach irgendwas, aber irgendwie auch nach nichts. Es schmeckt jetzt nicht komplett neutral. Es hat schon so einen Geschmack, aber ich sage euch ehrlich, Real Talk, 3 oder 4, zwischen 3 und 4. Also, er ist nicht schlecht, nicht falsch zu stehen. Vielleicht kann man auch noch eine 5 geben, ich glaube eine 5 ist auch okay. Aber rein geschmacklich haut er mich jetzt nicht um in der Rechte von Tyson. Da war Pflaume Zimt dann schon deutlich geschmacksintensiver. Und wenn man jetzt nur die zwei miteinander vergleichen würde, weil ich kenne nicht mehr alle von den Sorten geschmacklich, aber wenn man die jetzt vergleichen müsste, dann ist definitiv Pflaume Zimt besser als Tropical Golf. Definitiv. Also, da kann man nichts dagegen sagen. Ich würde sagen, Tropical Golf kriegt so etwas zwischen 3 und 5. Irgendwas so. Und Pflaume Zimt würde ich dementsprechend dann, was habe ich jetzt vorgesagt? Zwischen 6 und 7, glaube ich. Ja, kann man geben. Ich werde es nochmals weiter probieren. Vielleicht ändert sich ja nochmals meine Meinung. Und ja, let's go auf ein gutes Schmecken, trinken, wie auch immer. Also was ich noch, also mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe jetzt nochmals die Wind Edition probiert, Pflaume Zimt. Man muss den Geschmack ein bisschen im Mund behalten, nicht gleich runterschlucken, dann entfaltet sich der Geschmack auch immer. Es ist immer noch Zimt, es schmeckt aber ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Lebkuchen ist, aber es schmeckt wirklich nach Winter. Also es ist wirklich so diese typischen Wintergewürze für Gebäcke und solche Sachen. Aber ich feiere den wirklich, Pflaume Zimt, trotzdem würde ich immer noch nur sagen, eine 6 bis 7. Ich würde jetzt nicht viel mehr sagen, aber ich glaube, den könnte man schon jetzt zur Winterzeit gut trinken. Dann werde ich jetzt nochmals den anderen probieren und dann werde ich nochmals ein Feedback geben. Ja, das soll ich für nur Winter Edition sagen. Also, ja, ich kann mich nur nochmals wiederholen, es haut mich nicht um wie eine Rechte von Tyson. Also irgendwie, ich finde, der Geschmack ist viel zu neutral. Der sollte ein bisschen stärker sein. Kohlensäure ist ja eh immer drin. Das sind Zero-Getränke. Das hat auf einen, ich glaube auf 100 Milliliter, sind das 2 Kalorien. Und der hat jetzt 3 und der da hat 2, okay. Ja, das sind 10 bis 15 Kalorien, die man sich, würde ich jetzt sagen, wenn man diättechnisch unterwegs ist, ist das schon gut. So, was kann ich abschließend noch dazu sagen? Also, Monte, würde ich sagen, hat wieder mal
Trotzdem würde ich sagen, gute Arbeit geleistet. Vor allem designtechnisch finde ich die Dosen oder beide Dosen, obwohl beide unten eigentlich gleichfarbig fast sind, also irgendwie unten, würde ich sagen, vielleicht rein vom Design her die schönsten Dosen. Vom Geschmack her, ja, würde ich jetzt sagen, so Mittelbereich von allen Sorten. Jetzt nichts, was dich wirklich umhaut im Vergleich zu den anderen Sorten. Aber ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Geschmack gefallen. Mich würde auch euer Feedback freuen, beziehungsweise über die Getränke, wie ihr die fandet. Liebe Grüße gehen raus an Monte. Und ja, let's go. So, und dann würde ich auch sagen, ich hoffe, das würde ich mich sehr, 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 sehr über Kritik freuen. Und ciao, euer einfach Janusz. Ciao.